So, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich glaube, ich habe noch nie im Bruchsaal gesessen. Das ist mal was Neues. Und ich komme aber gerne und will gerne mit euch diskutieren. Darf ich euch sagen, ja, wahrscheinlich. Brauchen wir zwei Mikrofone? Ne, jetzt wahrscheinlich eins zu viel. Nein, eins kommt weg. Nein, würde ich dann mal weg. Wenn ich etwas gucken habe. Ja, wir wollen ein bisschen über Wirtschaft reden und mal schauen, wie die Wirtschaft so funktioniert. Dummerweise gibt es da ganz unterschiedliche Vorstellungen darüber, wie Wirtschaft funktioniert. Das wisst ihr vielleicht, habt ihr sicherlich behandelt. Es gibt unterschiedliche Theorien, wie das nun mal in der Wissenschaft so ist. Die Menschen denken darüber nach, wie könnte die wirtschaftliche Wirklichkeit funktionieren. Und dann kommen sie zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und ich will versuchen, mal ein bisschen klarzustellen, warum es unterschiedliche Ergebnisse gibt und woran das liegt, dass man so unterschiedliche Vorstellungen über die Funktionsweise der Wirtschaft hat. Das ist ja nicht selbstverständlich. Ich meine, nicht nur das Mikrofon, alles nicht angeschaltet, das ist natürlich ganz schlecht. So, geht's jetzt? Jetzt? Oh ja, jetzt ist es ja viel besser. Hallo. Oh, man hätte das auch mit der Stimme hingekriegt oder so. Das ist wesentlich komfortabler, jedenfalls für eine Stunde. Also, warum gibt es so unterschiedliche Vorstellungen über das, was Wirtschaft ist und wie Wirtschaft funktioniert? Und kann man sagen, naja, im Grunde weiß jeder, was Wirtschaft ist, oder? Wer mal auf den Wochenmarkt geht oder im Supermarkt geht, der weiß, wie Wirtschaft funktioniert. Da wird was angeboten und einer fragt was nach. Und dazwischen gibt es nun einen Preis. Ne? Der was anbietet, der denkt sich einen Preis aus. Oder viele, die was anbieten, haben so ein Gefühl dafür, wie der Preis sein könnte. Und dann kommen die Nachfrager und dann entscheiden sie, ob sie zu dem Preis kaufen oder ob es zu dem Preis liegen bleibt im Regal. Und wenn es zu dem Preis liegen bleibt im Regal, dann überlegt sich der Verkäufer, vielleicht der Anbieter, ob das, was er sich so als Preis ausgedacht hat, vielleicht zu hoch war. Das ist Mikroökonomie in einer Minute ungefähr und auch relativ leicht zu verstehen. Aber es gibt noch eine andere Dimension der Ökonomie und über das will ich heute ein bisschen reden, das nennt man Makroökonomie. Und bei der Makroökonomie ist eben vieles anders als in der Mikroökonomie. In der Mikroökonomie denkt man darüber nach, warum ein einzelner Haushalt Geld hat und das Geld ausgibt, aber dann ist es auch so ziemlich zu Ende. Dann kriegt es der Anbieter der Produkte und dann ist der Prozess zu Ende. In der Makroökonomie denkt man darüber nach, nicht nur warum der Geld hat und wofür er es ausgegeben hat, sondern was mit dem Geld passiert. Wo wandert das Geld denn hin? Es wandert zum Anbieter. Was macht der Anbieter dann damit? Der Anbieter der Produkte. Er hat das Geld dann und er gibt es weiter. Und so denkt man darüber nach, eine ganze Kette, muss man sich immer denken. Was passiert vom ersten Schritt sozusagen, wo irgendwo ein Impuls gesetzt wird in der Wirtschaft, irgendetwas Besonderes passiert? Und dann, was sind die Auswirkungen auf die Gesamtwirtschaft? Und wir werden gleich sehen, an ein paar Beispielen werde ich dir zeigen. Es ist ein bisschen anders als Mikroökonomie. Und deswegen sage ich auch immer, manche Leute sagen, dass die Schwäbische Hausfrau ist eben kein guter Ratgeber für die Volkswirtschaft. Weil die Schwäbische Hausfrau, das ist ja bei manchen Politikern in Berlin ganz hoch angesiedelt, sozusagen der wichtigste ökonomische Ratgeber. Die Schwäbische Hausfrau denkt nämlich nur Mikro. Was wir aber denken müssen als Volkswirte, als Finanzminister, als Wirtschaftsminister, ist Makro. Denn es geht ja um die gesamte Wirtschaft. Es geht ja nicht um einen kleinen Teil der Wirtschaft. Es geht nicht um einen Haushalt, es geht nicht um ein Unternehmen, sondern es geht um das Zusammenspiel all dieser Größen. Und da sind die Verhältnisse dann doch wieder völlig anders, als sie für die Schwäbische Hausfrau aussehen. Und das wollen wir ein bisschen an ein paar Beispielen uns anschauen. Wenn das jetzt funktioniert, ja, das funktioniert. Ich habe immer so ein paar Überschriften drüber geschrieben, weil ich will auch so ein bisschen zeigen, was man so tagtäglich in den Zeitungen liest. Da liest man zum Beispiel in Deutschland boomt. Ne? Aber man muss immer kritisch sein. Man muss vor allem als junger Mensch immer kritisch sein und sagen, stimmt es denn wirklich? Und es gibt hier Zahlen, wo man das nachschauen kann. Ich habe jetzt hier mal, das ist die Produktion, das ist eine Statistik der Deutschen Bundesbank, original übernommen von der Deutschen Bundesbank.
die Produktion im produzierenden Gewerbe, also die deutsche Industrie und die deutsche Bauwirtschaft zusammen. Und siehe da, Deutschland boomt. Aber die Produktion in den beiden Bereichen, die wirklich etwas produzieren, nämlich Industrie und Bau, die stagniert. Die stagniert schon seit 2011. Und da fragt man sich, warum reden die Leute immer über den Boom? Und so gibt es einige Beispiele. Das nächste ist auch ganz interessant. Manche Leute sagen, ach, das sind einige Zwischenüberschriften sind Englisch, aber alle können sich Englisch. Das kann ich Ihnen so gerne erklären, aber so viel Englisch kann, glaube ich, jeder. In dieser Stufe des Gymnasiums, oder? Und da ist jetzt Europa und USA aufgeschlagen. Man sagt ja auch, in Europa hat sich alles erholt, in Europa läuft es jetzt besser, es geht aufwärts in Europa. Und deswegen habe ich mal die USA dazu bezeichnet. Und dann sieht man, ah, so mit dem Aufwärtsgehen ist es nicht toll. Man braucht in Europa eine Lupe, um das Aufwärtsgehen zu sehen. In den USA geht es ziemlich klar aufwärts. Und auch daran sieht man wieder, man muss immer vorsichtig sein. Es gibt immer eine Wirklichkeit sozusagen hinter der Medienwirklichkeit, hinter dem, was uns tagtäglich erzählt wird. Und heutzutage gibt es Gott sei Dank Internet, man ist nicht mehr vollständig abhängig von den traditionellen Medien. Meine Seite, Flashback Economics, wurde ja schon genannt. Es gibt immer mehr Versuche, auch eine unabhängige Information zu schaffen, eine unabhängigere, unabhängig ist niemand. Ich bin sehr unabhängig, aber es gibt irgendwelche Abhängigkeiten, gibt es immer sozusagen im Leben. Und deswegen muss man muss immer kritisch bleiben. Man muss sich immer fragen, stimmt es denn wirklich, was die jetzt erzählen? Es stimmt nicht automatisch alles, was so erzählt wird. Und ich will eben mal so ein paar Vorurteile anhand von ein paar Vorurteilen, die es in der Welt gibt, zeigen, dass die Dinge nicht so einfach sind und dass man gerade als Volkswirt oder wenn man sich mit Wirtschaft beschäftigen will, einige von euch wollen ja vielleicht Wirtschaft studieren, dass man ein bisschen darüber nachdenken muss, ist es denn logisch, was der da sagt oder die da sagt? Am Ende haben wir immer nur die Logik. Ne? Wir haben immer nur Logik, sozusagen, mit der wir überprüfen können, ob das stimmt oder nicht. Wir haben Fakten anschauen, klar. Fakten geht auch, aber noch wichtiger als Fakten ist die Logik. Weil Fakten sind manchmal nicht so klar, manchmal gibt es nicht einfach keine richtigen, klaren Fakten. Und da muss man sich trotzdem ein Urteil bilden können. Und wie bildet man sich dann als Mensch ein Urteil? Und man denkt nach. Ne? Durch Nachdenken, und zwar durch möglichst vorurteilsfreies Nachdenken. Wenn ich schon über etwas nachdenke und weiß schon, was rauskommen sollte, dann ist schon schwierig. Ne? Dann funktioniert das mit dem vorurteilsfreien Nachdenken nicht mehr so. Man sollte versuchen, sich unabhängig davon zu machen, zu sagen, ich versuche jetzt mal ganz neutral, ganz objektiv, daraus zu finden, was richtig und was falsch ist. Das wollen wir mal versuchen an ein paar Beispielen. Das, was man üblicherweise in ökonomischen Fragen lernt, lernt man sicher auch in der Schule, ist zum Beispiel, dass, ja, woher kommt, wenn es Inflation in einem Land gibt, woher kommt das? Jeder weiß das, steht hier in der Überschrift, es kommt von zu viel Geld. Zu viel Geld macht Inflation, das ist ziemlich eindeutig, ohne Geld gibt es keine Inflation, also macht, wenn man mehr Geld in das System hineingibt, kommt am Ende Inflation daraus. Es ist eine Theorie, ne? Eine bestimmte Theorie, die nennt man Monetarismus, kann man glauben oder nicht, aber man muss sich zunächst mal darüber im Klaren sein, dass es eine Theorie ist. Wir sehen ja gerade, was Mario Draghi, der Präsident der Europäischen Zentralbank, macht, das macht er. Da gibt so viel Geld ins System, wie es irgendwie geht. Er versucht jedem so, euch hat er jetzt wahrscheinlich noch keins angeboten, aber das ist der nächste Schritt. Aber bisher bietet er allen, die irgendwie sich Banken nennen dürfen oder so, gibt er ganz viel Geld in die Hand, damit sie irgendwas damit machen. Er versucht so viel Geld ins System hineinzugeben, wie es irgendwie geht und was passiert. Wo ist die Inflation? Keine Inflation. Sondern was wir tatsächlich haben, ist eher Deflation, ist also eine Preisentwicklung bei Null. Und diese Preisentwicklung bei Null ist schon ein Problem, weil die Europäische Zentralbank hat sich, aus guten Gründen, die ich jetzt nicht im Einzelnen hier erläutern will, die Europäische Zentralbank hat sich ein Ziel gesetzt, eine Inflation, eine positive Inflationsrate von 2% anzustreben und nicht Null. Weil es Probleme mit der Messung in der Statistik ja üblicherweise gibt, wenn man nicht so nah an eine Deflation heran will. Wir sind aber jetzt in Europa ganz nah an eine Deflation. Also wird ganz viel Geld ins System gegeben und am Ende kommt Deflation daraus. Das passt schon mal überhaupt nicht zu dieser Lehre. Deswegen könnte man zum Beispiel sagen, diese Theorie ist vielleicht falsch mit dem vielen Geld.
Wenn ich aber mit Ökonomenkollegen diskutiere, das ist tatsächlich die Mehrheitsmeinung der Ökonomen. Und die Mehrheitsmeinung der Ökonomen ist, mehr Geld im System statt Kompensation machen. Wenn ich mit Kollegen diskutiere über diese Frage, Monetarismus, ist das richtig oder falsch, dann sage ich immer, ach guck mal, ist ja im Grunde ganz einfach. Es hat noch nie in der Geschichte der Menschheit eine Inflation gegeben, so wie in Deutschland gab es ja immer so Hyperinflation 1922, 23. Es hat noch nie eine solche Inflation gegeben, ohne dass ganz viel Geld gedruckt wurde. Und? Das ist richtig. Das ist vollkommen richtig. Es hat noch nie eine Inflation gegeben, also von ein paar tausend Prozent, oder 23 waren Millionen Prozent Inflation, also die Preise sind jeden Tag um 1000% gestiegen oder so. Ohne dass man das finanziert hat, dass jemand Geld gedruckt hat. Ne? Also ist die Theorie doch richtig. Nein, deswegen nicht richtig. Denn was ist das, wenn ich sage, es hat noch nie Inflation gegeben, ohne dass man Geld gedruckt hat? Dann ist offensichtlich das Gelddrucken die notwendige Bedingung dafür, dass es Inflation geben kann. Aber aus der notwendigen Bedingung folgt nicht das Umgekehrte, nämlich dass das Gelddrucken schon zur Inflation führt. Denn das wäre dann die hinreichende Bedingung, sagt man in der Logik. Es ist nur die notwendige Bedingung für Inflation, aber es ist nicht die hinreichende Bedingung. Das sieht man jetzt an dem aktuellen Beispiel, Mario Draghi druckt Geld verrückt und es kommt keine Inflation raus. Also offensichtlich kann man diesen Schluss nicht umkehren. Man kann sagen, man braucht Geld, um Inflation zu finanzieren, aber man kann nicht den Schluss, die Kausalität sozusagen umdrehen und sagen, mehr Geld bringt mehr Inflation. Ein einfaches Beispiel in Logik. Muss man einen Moment drüber nachdenken, dann versteht man das auch ganz schnell. Aber das ist ein Beispiel dafür, wie man eben genau und ernsthaft darüber nachdenken muss, was passiert. Nun, woher kommt denn Inflation, wenn sie nicht vom Geld kommt? Nun, das ist hier aufgezeichnet. Inflation kommt von den Löhnen. In erster Linie von den Löhnen. Das ist der Zusammenhang hier zwischen Lohnstückkosten, heißt das. Das ist das Verhältnis der Löhne zur Produktivität. In einem Land die Produktivität. Die Produktivität ist das, was wir alles herstellen. Ne? Produktivität ist bekannt, oder? Produktivität ist das, was wir herstellen, sozusagen pro Stunde. Ich zeige nachher noch eine Grafik, wo man sieht, wie viel wir pro Stunde, wie viel Euro die deutsche Volkswirtschaft insgesamt pro Stunde produziert. Das kann man ziemlich gut nachrechnen. Dafür gibt es Statistiken. Das ist die Produktivität. Und diese Produktivität verändert sich. Die steigt normalerweise, weil wir technischen Fortschritt haben, weil die Menschen ein bisschen klüger werden vielleicht. Die Grenzen sind da nochmal. Aber sie werden dann vielleicht ein bisschen klüger oder das Wissen steigt mit der Zeit. Vielleicht werden sie nicht klüger einzeln, aber das Wissen, sagen wir, das kumulierte Wissen der Menschheit steigt ein bisschen mit der Zeit. Insofern steigt die Produktivität. Und wenn jetzt die Produktivität steigt, dann kann man sich in der Tat auch mehr gönnen. Ne? Wenn die Produktivität steigt, heißt es, dass wir jetzt alle zusammen angestrengt haben und alle zusammen mehr erwirtschaftet haben pro Stunde, pro Einheit oder pro Kopf, aber pro Stunde ist am besten. Wir produzieren mehr pro Stunde als im Jahr vorher. Und das heißt natürlich, die Volkswirtschaft insgesamt kann sich auch mehr pro Stunde leisten. Alle. Nicht nur einige, sondern uns wollen alle. Und hier kommt der nächste wichtige Punkt. Nun kann man sagen, aber wollen wir uns denn mehr leisten? Manche werden sagen, wir wollen ja gar nicht mal mehr. Mehr ist ja mehr Wachstum. Wachstum ist ganz schlecht. Und Klima und so, wir wissen, da gibt es große Probleme. Aber erstmal leisten wir ja mehr. Alle strengen sich an, komischerweise. Alle gehen zur Arbeit morgens und der Chef prügelt sie dahin, dass sie mehr leisten als im Jahr vorher. Und dann kommt am Ende mehr raus. Wir haben uns alle angestrengt, weil mehr rauskommt. Und dann sagen wir, ach nein, das wollten wir jetzt gar nicht. Das funktioniert nicht. Ne? Dann, wenn sich alle mehr anstrengen, mehr leisten, dann müssen auch alle das bekommen, was sie. Das ist jetzt wieder Makro, ne? Im Verhältnis zum Mikro. Wenn sich alle mehr anstrengen und mehr leisten in einem Jahr als im Jahr vorher, dann muss das, was die mehr produzieren, muss ja auch irgendwie abgesetzt werden. Die Unternehmen müssen das ja verkaufen. Wir haben pro Stunde jetzt plötzlich 5% mehr Güter und Dienstleistungen zur Verfügung als im Jahr vorher. Und was machen wir damit?
sagen wir auch nein, die wollten wir eigentlich nicht. Das kann nicht funktionieren, sondern man muss dann schon sagen, wenn wir 5% mehr produzieren, dann sollen alle 5% mehr Einkommen haben. Und wenn die 5% mehr Einkommen, fragen sie die 5% mehr Güter nach. Dann ist es kein Problem. Wenn wir nicht mehr wachsen wollen, wenn wir sagen, nein, wir wollen nicht mehr wachsen, jetzt ist es zu Ende, wir sind ein reiches Land, uns geht's gut, dann können wir auch aufhören, Produktivität zu erzeugen, sozusagen. Dann produzieren wir einfach nicht mehr. Bleiben wir jetzt so stehen. Plus aus, jeder kriegt auch immer das gleiche Einkommen, die Volkswirtschaft bleibt stehen. Und ja, nicht so ganz einfach, aber da kommen wir vielleicht nachher noch in der Diskussion zu. Also die Produktivität ist das, was wir produzieren, und dazu kommen die Löhne, nämlich das, was wir bekommen, sozusagen als Entlohnung für unsere Anstrengungen zur Schaffung der Produktivität. Und diese beiden Größen entscheiden über die Inflation. Das ist auch vollkommen logisch. Warum ist es logisch? Nun, wenn alle Leute genau das bekommen, was sie produziert haben, und das auch nachfragen am Markt, sodass alle Güter abgesetzt werden können, die da produziert worden sind, dann sind wir so irgendwie im Gleichgewicht. Dann ist es das, was die Ökonomen ein Gleichgewicht nennen, dann haben wir etwa ein bestimmtes Niveau erreicht und das Kapazitäten der Wirtschaft sind auch vernünftig ausgelastet, sodass es alles im Gleichgewicht ist. Wenn wir aber nun sagen, wir haben zwar 2% mehr produziert, wir wollen uns aber 5% mehr leisten, das geht nicht. Wer 2% mehr produziert, kann ich 5% mehr nachfragen, weil das gibt es einfach nicht. Die Güter und Dienstleistungen gibt es einfach nicht. Und was passiert dann? Nun, dann gibt es zu viel Nachfrage am Markt. Und wenn es zu viel Nachfrage gibt am Markt, dann passiert im Verhältnis zum Angebot, und dann steigen die Preise. Dann steigen die Preise, weil wir zu viel Nachfrage im Verhältnis zum Angebot. Dann steigen die Preise, weil die Löhne zum Beispiel zu stark im Verhältnis zur Produktivität gestiegen sind. Das zeigt diese einfache Kurve. Wenn die Löhne deutlich mehr steigen als die Produktivität, dann gibt es mehr Inflation. Wenn die Löhne weniger steigen als die Produktivität, dann gibt es Deflation. Und das sieht man hier über einen sehr langen Zeitraum. Das ist von 70 bis 2013. Und man sieht zum Beispiel an diesem schönen Bild, es gibt zwei verschiedene Deutschlands, die hier eingemalt worden sind. Das ist einmal Deutschland, Westdeutschland heißt das Land. 70 bis 91, da war noch der Osten nicht integriert. Und in diesem Westdeutschland sind die Löhne um 3,5% über der Produktivität gestiegen. Die Kurve sagt ja, wie viel sind die Löhne über der Produktivität gestiegen? Um 3,5% in Westdeutschland. Was ja ganz schön ist. In den USA ist das genauso. Aber da gibt es noch ein anderes Land, das steht da unten. Das heißt Germany. Komischerweise, ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, ob das eine englische und andere deutsche machen. Da steht Germany da unten, das ist ab 1991 und da sind die Löhne fast gar nicht mehr gestiegen. Da sind die Löhne nur noch 1% über der Produktivität gestiegen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, um zu verstehen, was in Europa vorgefallen ist. Da kommen wir dann gleich dazu. Also das ist eines der wichtigsten ökonomischen Vorurteile. Leute sagen, deswegen haben wir eine Zentralbank, die Zentralbank macht Geld, das ist ein Geld für die Inflation. Stimmt aber leider nicht. In Japan versuchen sie schon seit 25 Jahren Inflation zu machen mit mehr Geld, aber es hat bis heute noch nicht funktioniert. Warum? Weil die Löhne nicht steigen. Nun, was ist jetzt in der Europäischen Währungsunion passiert? Nun haben wir eine Währungsunion in Europa gemacht. Das ist ja was ganz Kompliziertes. Was ist Währungsunion? Nun, irgendwann haben die Länder in Europa gesagt, ach, wir wollen jetzt nicht mehr unterschiedliche Währungen haben, weil es ist so mühsam, wenn man da über die Grenze fährt und man tauschen muss. Wir machen mal eine einheitliche Währung, wir machen eine Währungsunion. Wozu haben Sie sich da entschlossen, eine Währungsunion zu machen? Sie haben das Geld vereinheitlicht, was heißt das denn? Nun, das heißt, im Lichte dessen, was wir gerade diskutiert haben, etwas furchtbar einfacher. Das heißt, Sie haben sich entschlossen, alle die gleiche Inflationsrate von nun an bis in alle Ewigkeit zu haben. Vorher hatten die Italiener manchmal Inflation von 10%, die Franzosen von 5%, Deutschland von 2%. Das war das mit der Währungsunion nicht so ganz einfach, das können wir gleich noch diskutieren. Aber nun haben die Länder irgendwann gesagt, wir wollen, die Italiener haben gesagt, wir wollen gar keine 10% Inflation auf Dauer, die Franzosen haben gesagt, wir wollen keine 5%, wir wollen alle, die Deutschen 2%. Ist doch vernünftig, oder?
Und dann haben sie sich entschlossen, eine Währungsunion zu machen mit einem Inflationsziel. Und dieses Inflationsziel war die deutsche, das deutsche Inflationsziel von 30, 40 Jahren vorher, nämlich 2%. So, und jetzt wissen wir genau, woher die Inflation kommt, nämlich die kommt von den Löhnen über der Produktivität, also wie viel die Löhne über die Produktivität hinausgestiegen sind. Und jetzt können wir einfach anschauen, was in der europäischen Währungsunion schiefgelaufen ist. Hier ist nämlich das Ziel. Die schwarze Linie ist das Ziel, das wir jetzt in der europäischen Währungsunion alle gemeinsam gesetzt haben. Und da sieht man sofort etwas ganz Schlimmes. Einige sind über das Ziel hinausgeschossen. Ne? Es gibt also ganz schreckliche Beispiele da oben. Griechenland, Italien und Spanien halten die zum Beispiel. Die sind über das Ziel hinausgeschossen. Die haben zu viel Inflation produziert, gemessen an den 2%. Ganz schlecht. Die haben über ihre Verhältnisse gelebt. Die haben versucht, zu viel aus ihrer Volkswirtschaft rauszuholen. Die haben zu hohe Löhne gefordert im Verhältnis zur Produktivität. Schlecht. Aber dann gibt es ja komischerweise da unten auch noch eine Kurve. Was machen die da unten? Was macht das Land da unten? Germany genannt. Übrigens, ein Land liegt genau auf der Linie, ne? Das ist komisch. Das sieht man gar nicht so richtig. Das heißt Frankreich. Frankreich liegt genau auf der Linie, die wir uns alle zum Ziel gesetzt haben. Und die einen haben über ihre Verhältnisse gelebt, aber was machen die da unten? Und daraus gibt es so wieder eine logische Schlussfolgerung. Wenn die einen, die über dem Ziel liegen, über ihre Verhältnisse gelebt haben, was hat das Land da unten gemacht, das unter dem Ziel liegt? Es hat unter seinen Verhältnissen gelebt. Unter seinen Verhältnissen. Es hat weniger Löhne bezahlt, als von der Produktivität her gerechtfertigt gewesen wäre. Ist das gut oder schlecht? Das ist die zentrale Frage in der Krise, bei der Krise der europäischen Währungsunion. Wir wissen ja alle, die Griechen haben alles falsch gemacht, das weiß jeder. Das weiß in Deutschland wirklich absolut jeder. Und ich habe neulich eine Diskussion mit Herrn Sinn gehabt. Kennt ihr Herrn Sinn? Kennt ihr niemanden? Nö, dann will ich ihn nicht erwähnen. Der mit dem Rauschebart. Kennt ihr, ne? Und vor der Diskussion ist gefragt worden, das Publikum, ich glaube, so professionelle Banker, das Publikum gefragt worden, wer hat denn was falsch gemacht und wer muss sich ändern in der Europäischen Währungsunion? Und da hat Herr Sinn natürlich gesagt, hier die Griechen, die Italiener, die Spanier natürlich. Achso, ich muss dazu sagen, wir hatten beide jeder 15 Minuten genau, um unsere Position vorzustellen. Vor den 15 Minuten jeweils ist gefragt worden, wer hat was falsch gemacht. Und da habt ihr alle 75% haben vor der Diskussion gesagt, Frankreich hat, zu 75% haben sie gesagt, Frankreich hat das falsch gemacht und muss seine Politik ändern. 25% haben gesagt, Deutschland hat das falsch gemacht. Dann hat der Sinn 15 Minuten geredet, dann habe ich 15 Minuten geredet, dann haben sie die Frage wieder gestellt. Und dann haben komischerweise gesagt, 75% in Deutschland hätten das falsch gemacht, in Deutschland müsste sich ändern. Und nur 25% Frankreich. Das einfache Problem haben wir jetzt schon gelöst. Ne? Ich habe nur diese Kurve gezeigt hier. Und dann sieht man sofort, der Einzige, der nichts falsch gemacht hat, ist Frankreich. Frankreich hat es genau richtig gemacht. Und die da oben und die da unten, die haben es falsch gemacht. Denn wenn man 2% Inflationsziel macht, dann muss man sich auch daran halten, oder? Kommt man gleich noch dazu. Deutschland sagt, wir müssen sich alle an die Regeln halten. Das stimmt. Aber der Grieche, der hat alles falsch gemacht. Wenn man anschaut, Griechenland und Deutschland, sagen wir mal im Jahr 2010, als die Griechenland-Krise ausgebrochen ist, welcher Abstand ist denn größer zum Inflationsziel? Ja, ist schwer zu sagen. Ne? Das entscheidet aber darüber, wer wie viel falsch gemacht hat. Also Deutschland hat, ja, es ist glaube ich sogar absolut mehr im Jahr 2010, will ich jetzt aber nicht drüber streiten, hat genauso viel falsch gemacht wie Griechenland, nur in der umgekehrten Richtung. Genauso viel falsch gemacht wie Griechenland, nur in der umgekehrten Richtung, nur warum wir dauernd über Griechenland geredet und so wenig über Deutschland. Könnte ich auch über Deutschland reden, oder? Tja, da muss man auch wieder einen Moment drüber nachdenken, warum passiert das denn so auf der Welt? Zwei Länder, Griechenland und Deutschland, beide haben was falsch gemacht.
eine hat sich nach oben geirrt, der andere hat sich nach unten geirrt. Na gut, kann man sagen, wenn jetzt, sagen wir mal so, alles ganz friedlich wäre und so, ohne Machtverhältnisse, sagen wir mal, dann hätte man sich doch im Jahr 2010 zusammengesetzt und hätte gesagt, ja guck mal, da haben einige haben was falsch gemacht, wir schauen uns mal diese Kurve an. Und einige haben was falsch gemacht, die da unten liegen haben was falsch gemacht, die da oben liegen haben auch was falsch gemacht. Und dann können wir uns jetzt darauf einigen wollen. Und dann setzt man sich zusammen und dann sagt man, guck mal, die Griechen müssen runter mit ihren Löhnen, aber die Deutschen müssen hoch mit ihren Löhnen, gar keine Frage. Das funktioniert die Welt komischerweise nicht. Sondern was ist passiert? Deutschland hat gesagt, wir haben natürlich alles richtig gemacht, ja, wir sind ja, wir stehen ja gut da. Warum Deutschland gut da steht, kommen wir gleich noch drauf. Wir stehen ja gut da, wir haben alles richtig gemacht, die Griechen, den Schlechten haben alles falsch gemacht. Und dann hat Deutschland den Griechen gesagt, was sie gefälligst zu tun haben, nämlich hat gesagt, ihr müsst jetzt die Löhne senken und die Griechen tun das, guck mal hier. Ihr müsst die Löhne senken, damit ihr so werdet wie Deutschland. Das ist doch komisch, oder? Deutschland hat nicht versucht, so zu werden wie die Franzosen, hätte man ja auch sagen können. Deutschland muss so werden wie die Franzosen, das heißt, die Löhne müssen sehr viel stärker steigen. Nein, das war gar nicht auf der Agenda. Und daran sieht man, das hat nicht nur was mit Logik zu tun, natürlich. In den politischen Verhältnissen kommt es entscheidend auf Macht an. Wer hat Macht und wer ist ohnmächtig? Und der Macht hat, diktiert die Verhältnisse. Und der Ohnmächtige hat gefälligst zu gehorchen. So ist das im Leben. Und warum, jetzt wollen wir noch kurz die Frage klären, warum war denn Deutschland mächtig? Nicht nur, weil es groß und stark ist oder so. Nein, es gibt sogar eine innere Logik, die dazu führt, dass bei einer solchen Konstellation, wie wir sie hier haben, dass derjenige, der da unter der Kurve liegt, dass der mächtiger ist, als die, die über der Kurve liegen. Selbst wenn die genau gleich groß wären, dann würde es sonst keinen Unterschied in der wirtschaftlichen Macht geben. Nur das liegt daran, woran liegt das? Wozu haben diese Kurven geführt, diese Entwicklung? Ich will das noch kurz erklären. Man kann diese Kurven ganz einfach lesen. Man kann sagen, alle Produkte haben, nehmen wir mal an, alle Produkte hätten im Jahr 1999 in ganz Europa 100 Euro gekostet. Das ist ja ein Index, den ich da auch gezeigt habe. Also die Zuwachsraten werden Jahr für Jahr so draufgemalt, 102, 104, 106 und so weiter. Versteht jeder? Nehmen wir mal an. Also alle Produkte, wenn wir annehmen, alle Produkte hätten im Jahr 1999 100 Euro gekostet in all den Ländern, die da aufgezeichnet sind. Dann hätten die Produkte jetzt ganz komisch unterschiedliche Preise, ne? Wir würden nämlich die Produkte in Italien kosten jetzt 140, in Frankreich kosten sie 130 fast und in Deutschland kosten sie 115. Ach, was passiert denn dann, wenn die Produkte so unterschiedlich teuer sind? Da bin ich. Tja, welche Produkte werden denn wohl mehr gekauft dann nochmal? Teure oder billige? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Und jeder weiß, dass die Billigen natürlich. Die Billigen werden natürlich eher gekauft als die Teuren, weil die Billigen müssen ja nicht schlechter sein. Wir haben ja gesehen, warum sind die deutschen Produkte so billig, kommen wir gleich noch drauf. Deutsche Produkte sind ja nicht so billig, weil sie so schlecht sind, sondern weil die Löhne so wenig gestiegen sind in Deutschland. Deswegen sind die Produkte ja genauso gut wie vorher. Und was haben die Leute gekauft? Die haben nämlich natürlich deutsche Produkte gekauft, die ganze Zeit. Die haben weniger französische, weniger italienische und weniger griechische Produkte gekauft, haben sie mehr deutsche Produkte gekauft. Nur wie kauft man denn deutsche Produkte, wenn die Deutschen nicht gleichzeitig so viele Produkte von mir zurückkaufen und nicht bei den Deutschen kaufen? Wie macht man das? Das ist wieder Mikro, das ist voll einfach. Wenn einer von euch was kaufen will und hat kein Geld, wie kann er was kaufen, wenn er Glück hat? Ja. Schulden. Er nimmt einen Kredit auf, genau, er macht Schulden. Zur Bank. Als Schüler ist es nicht so ganz günstig, aber im Prinzip geht er zur Bank und sagt, gib mir mal einen Kredit, ich will ein deutsches Auto kaufen. Ich habe zwar nichts, was ich jetzt als Kind leisten kann, aber irgendwann werde ich das schon abstottern. Ja, dann macht die Bank, die gibt mir Kredit in der Regel und so war das. Und deswegen sind diejenigen, die da unter der Unterhalt liegen, ja, das ist Deutschland vor allem, das ist der Gläubiger in Europa geworden im Laufe dieser Zeit. Deutschland hat den anderen sozusagen Kredit gegeben und die anderen sind die Schuldner. Jetzt kommt etwas ganz Einfaches wieder. Nun haben wir eine Finanzkrise. 2008, 2009 hatten wir eine große Finanzkrise in dieser Welt. Was passiert denn in einer solchen Finanzkrise? Warum nennt man das überhaupt Finanzkrise? Nun, in der Finanzkrise werden diese Kapitalmärkte, diese komischen Heinis, die da rumturnen, Hedgefonds und ähnliche Banken oder so,
Die werden ganz unsicher und wissen nicht mehr, wem sie noch Geld leihen können. Und wem leihen die dann Geld? Den Schuldner oder den Gläubiger? Ja, wieder furchtbar einfach. Derjenige, der wohl Schulden hat, kriegt nicht noch mehr Geld danach geschmissen, sondern alle sagen, oh, der hat schon Schulden, dem geben wir jetzt nichts mehr. Wenn der Gläubige aber nichts mehr von den Kapitalmärkten kriegt oder viel weniger oder viel teurer von den Kapitalmärkten kriegt, wo muss er dann hingehen, wenn er Geld noch braucht und er braucht Geld? Gibt es nur eine einzige Adresse, die er hat, nämlich er geht zum Gläubiger. Ach, der Gläubiger war Deutschland. Und dann sagt der Gläubige, ach, ich soll dir Geld geben, warum soll ich dir jetzt Geld geben? Und dann sagt er, weil ich sein armer Tropf bin, weil ich Schuldner bin. Und was macht der Gläubige dann? Der Gläubige sagt dann, na, du bist wirtschaftlich auch eine Katastrophe, was du da geleistet hast. So geht es ja nicht weiter. Und ich werde dir jetzt mal sagen, wie wir es richtig machen. Nämlich richtig machen, so wie ich es gemacht habe. Du musst genauso werden wie ich. Nur dann hast du eine Chance zu überleben. Nur dann gebe ich dir Geld, damit du weiterleben kannst, wenn du so machst wie ich. Sehen Sie, schon haben wir diese Kurve erklärt. So war das. Deutschland hat gesagt, die Griechen müssen so werden wie Deutschland, aber nicht Deutschland, so wie Griechenland. Gott. Nur immer noch haben wir nicht ganz geklärt, was jetzt richtig oder falsch ist, oder? Für jeden klar. Aber nur deswegen hatte Deutschland Macht. Nicht, weil Deutschland irgendwas Besonderes ist. Oder sonst etwas ganz Besonderes geleistet hätte. Nein, das war nur wegen der Verhältnisse, glaube ich, zu Schulden. Es sind allen Finanzkrisen dieser Welt zu beobachten über die letzten 30 Jahre. Bis genau an dem Zeitpunkt, wo die Kapitalmärkte nicht mehr bereitwillig Geld geben, dem Schuldner bereitwillig Geld geben, der Gläubiger plötzlich unglaublich mächtig wird. Ja, jetzt bringen wir die Geschichte noch zu Ende. Achso, halt. Ich will das jetzt nochmal verdeutlichen, was da passiert ist, weil die Leute sagen immer, aber Deutschland, ja, das ist ja, mag ja mit den Löhnen so richtig sein, aber Deutschland ist doch tüchtiger, oder? Sind wir nicht tüchtiger als andere Länder? Produktiver, besser. Deutsche Autos sind viel besser als französische, oder? Was denn hier? Also die Leute haben nicht nur die deutschen Autos gekauft, weil die billig waren, sondern weil die einfach besser waren. Deswegen will ich das im Verhältnis Deutschland-Frankreich nochmal zeigen. Wir wissen ja alle, dass Deutschland so tüchtig ist. Und das ist Frankreich. In Frankreich weiß jeder, ist unproduktiv. Die trinken immer gern Wein und so. Und dann haben die auch einen viel zu großen Staatsanteil. Staatsanteil ist 56%. In Frankreich ist eine schlichte Katastrophe. So viele Bürokraten sitzen da drin, unproduktive Bürokraten. In Deutschland alles viel besser, klar. Und dann haben sie auch noch die Löhne erhöht. Das ist jetzt die Produktivität in Frankreich. Ne? Das ist der Zuwachs der Produktivität, die absolute Produktivität, zeige ich gleich noch. Das ist der Zuwachs der Produktivität in Frankreich von Beginn der Währungsunion bis heute, 1999. Ja. Und die haben die Löhne erhöht. Aber haben wir vorhin gesehen, in der Kurve genau richtig erhöht. Nämlich genau so, dass die 2% Inflationsziel über der Produktivität gestiegen sind. Also Frankreich hat das im Prinzip genau richtig gemacht. Und jetzt kommt Deutschland. Und jetzt mache ich mal die Kurven ein bisschen hin und her. Und dann achtet mal auf die orangene Kurve. Das ist nämlich wieder die Produktivität. Und was sieht man? Die orangene Kurve bewegt sich praktisch gar nicht. Die orangene Kurve ist nämlich in beiden Ländern vollkommen gleich. Die Produktivität ist in beiden Ländern gestiegen von 100 auf 115 etwa. Nur in Deutschland sind die Löhne nicht gestiegen. Das ist der einzige Unterschied zwischen Frankreich und Deutschland. Und natürlich, wenn in Deutschland die Löhne über 15 Jahre, fast 15 Jahre, um 20% weniger steigen, was passiert dann, wenn die Löhne um 20% weniger steigen? Haben wir vorhin gesehen, in der ersten Kurve, über Inflation, und dann steigen auch die Preise um 20% weniger. Und dann sind die guten deutschen Autos plötzlich 20% billiger als vorher, als sie wären, als sie sein müssten. Und dann? Und dann werden natürlich mehr deutsche Autos gekauft, völlig unabhängig von der Qualität. Einfach weil bei jeder Qualität die französischen Produkte 20% teurer sind als die deutschen. Aber sagen manche, aber absolut, die absolute Produktivität in Deutschland ist doch höher als in Frankreich. Frankreich hängen ja weit zurück, oder? Bestimmt. Diese vielen Bürokraten können ja nicht produktiv sein.
Ja, das ist die Produktivität pro Stunde im Vergleich in Deutschland, pro Stunde gerechnet. Und auf der linken Skala, das kann man hier sehr schön ablesen, kann man das sehen, das ist einfach Euro pro Stunde. So viel produziert die Volkswirtschaft Euro pro Stunde. Und was steht da? Die Zahlen sind nicht von mir, von der Europäischen Kommission. Frankreich ist produktiver als Deutschland. Absolut gesehen. Schrecklich. Schockierend, oder? Ja, hätten wir nicht gedacht. Ne? Ich sage immer, man müsste, wenn man ein bisschen Volksaufklärung betreiben will, müsste man diese Kurve, müsste man so ungefähr, wenn ich dann der Europäische Kommissionspräsident wäre, Jean-Claude Juncker wäre, würde ich diese Grafik so etwa 10 Millionen Mal jeden Tag über Europa abschmeißen. Ja, so einen hohen Helikopter verteilen. Ja, da würden die Leute ganz anders denken über das Verhältnis, das Deutschland zu dem Verhältnis schon mal. Ne? Erstaunlich, ich sage niemand in Deutschland. Wer sagt das in Deutschland? Jemand von euch das schon mal gehört? Nein, bestimmt nicht. Das gibt es nicht. Das ist einfach tabu. Darüber reden wir nicht. Nein, das kann nicht sein. Das ist bestimmt die Statistik falsch. Statistiken, die uns nicht gefallen, sind immer falsch. Tja, aber so einfach ist die Welt wieder nicht. Ne? Man muss auch über solche Sachen nachdenken, wenn sie absolut schockierend sind. Nun machen wir mit der Geschichte weiter. Das will ich jetzt nicht im Einzelnen erklären. Und nochmal zur Frage zurück, alle, was sind denn die Regeln halt? Nun hat man Regeln gemacht. Man hat Regeln gemacht für das Verhältnis von Gläubiger zu Schuldner. Weil wir haben ja gesehen, wenn der eine Gläubiger ist, der andere Schuldner. Gibt es noch was anderes auf der Welt? Gibt es noch ein drittes? Kennt jemand noch ein drittes? Gläubiger und Schuldner? Ja, man ist immer eins von beiden. Ne? Man kann noch ganz neutral sein in der Mitte, so weder Schulden noch Guthaben haben, das kann man auch. Aber eigentlich muss man sich entscheiden, entweder man ist Gläubiger oder ist Schuldner. Die Welt ist überschuldet. Massiv überschuldet. Bei wem hat die Welt Schulden? Kann man mal fragen, oder? Wer ist der Gläubiger der Welt? Bestimmte Marsmännchen, oder? Ja. Ja, wer ist der Gläubiger der Welt? Wenn die Welt überschuldet ist, muss ja ein Gläubiger geben. Denn es gibt ja keine Schulden ohne Gläubiger, oder? Einer muss ja das gegeben haben, den Kredit gegeben haben, damit man Schuldner werden kann, oder? Ja, die Welt hat keine Schulden. Komisch. Wie hoch sind die Schulden der Welt? Die sind immer genau gleich. Null. Hier wird es kein Gläubiger geben, woanders. Und was heißt das? Die Welt muss sich immer an ihre Verhältnisse anpassen. Und die Welt kann ja gar nichts anderes als an ihre Verhältnisse anpassen. Die Welt kann nicht über ihre Verhältnisse leben. Sie kann Inflation produzieren, aber sie kann nicht real über ihre Verhältnisse leben, weil sie hat ja nur ihre Verhältnisse. Sie hat nichts. Sie kann sich von niemandem leiden. Das ist auch ein wichtiger Sprung. Da muss man von Mikro auf Volkswirtschaft muss man auch manchmal über die Welt nachdenken. In der Welt gibt es keine Netto, jedenfalls keine Netto-Schuldner und keine Netto-Gläubiger, also Leute, die wirklich per Saldo verschuldet bleiben, wenn man alles zusammen sieht, wenn man die Welt insgesamt sieht. Das Geldvermögen, sagt man, der Welt ist immer genau gleich null. Ist doch toll. Aber es hat bedeutende Konsequenzen, wenn das Geldvermögen der Welt nämlich null ist, dann heißt es ja, dass wenn einer Gläubiger ist, muss es immer einen Schuldner geben. Und zwar immer genau gleich hoch. Die Netto-Schulden und die Netto-Forderungspositionen, die Gläubigerpositionen sind immer genau gleich hoch. Deswegen ist es für die Welt insgesamt null. Und deswegen hat man gesagt, guck mal, in Europa müsste das im Prinzip auch so sein. In Europa sind wir eine relativ große, geschlossene Volkswirtschaft, wir haben nicht so sehr viel Handel mit dem Rest der Welt. Achso, Handel sollte vielleicht noch einwerfen, das muss ich noch kurz erklären. Wie ist es denn mit dem Handel in der Welt? Der Handel ist doch ganz wichtig, oder? Export, Import ist doch das Wichtigste. Ja, die Welt handelt aber nicht. Denn die Welt hat ja niemanden, mit dem sie handeln könnte. In der Welt gibt es keinen Handel. In der Welt gibt es nur zwei Dinge, die wichtig sind. Damit ist alles überschaubar. Ne? Die Ebene der Welt ist alles wieder viel überschaubarer. Da gibt es nur Konsum und Investitionen. Man kann sich entscheiden, wenn man Einkommen hat, man konsumiert es oder investiert es. Aber mehr gibt es nicht. Ne? Wollte ich nur noch mal einwerfen. Aber weil man gesagt hat, Europa ist eine relativ geschlossene Volkswirtschaft, hat also nicht so sehr viel Beziehung mit der Außenwelt wie jedes einzelne kleine Land in Europa. Die haben natürlich sehr viel Beziehung mit der
insgesamt ist eine Welt für sich sozusagen fast. Deswegen hat man gesagt, das müssen jetzt die Gläubiger und die Schuldner müssen sich an bestimmte Regeln halten. Das darf nicht mehr passieren, was in den ersten 15 Jahren passiert ist, dass nämlich so ein Auseinanderlaufen der Lohn- und Stückkosten gibt und damit ein Auseinanderlaufen der Gläubiger und der Schuldnerposition. Und dann hat man das mal festgelegt, hat gesagt, in der sogenannten Macroeconomic Balance Procedure heißt es, MIP, haben wir gesagt, die Gläubiger müssen, die Schuldner müssen sich am Leben reißen, dürfen nicht so viel Schulden mehr machen, müssen nicht mehr viel Schulden machen als 4% am Bruttoinlandsprodukt, das ist diese blaue Linie. Und jetzt wäre es ja logisch gewesen, wenn man gesagt hätte, naja, und dann, wenn die Schuldner nicht mehr als 4% Schulden machen dürfen, gemessen an ihrem eigenen Einkommen sozusagen, dann dürfen die Gläubiger auch nicht mehr Überschuss machen als 4%, oder? Ist aber nicht. Die Gläubiger dürfen 6% machen. Warum auch immer? Hat aber mit Macht zu tun. Ja, vor allem mit Deutschland zu tun, weil Deutschland gesagt hat, nein, 4% kommt nicht in Frage, wir sind ja schon drüber. Wir machen ja schon mehr Forderungsplus sozusagen jedes Jahr als 4%, also sagen wir mal 6%. Ne? Und die anderen, die schwachen Schulden haben zugestimmt. Deswegen habe ich schon eine verrückte Regel, nämlich nach der die Schuldner weniger Schulden machen dürfen, als die Gläubiger Forderungsposition halten dürfen. Das kann man sich lange nicht bestreiten, dann ist es ziemlich verrückt. Aber jetzt sieht man etwas ganz Besonderes, selbst diese Verrücktheit wird von Deutschland noch verboten. Die deutsche Forderungsposition, man nennt es den Leistungsplatz Überschuss. Deutschland hat einen Überschuss sozusagen gesagt, unter die Verhältnisse, den kann man beziffern. Deutschland leistet sich jedes Jahr 250 Milliarden weniger, als sie sich leisten könnte. 250 Milliarden ist ja nicht schlecht. Also wir könnten alle zusammen 250 Milliarden mehr verbrauchen, aber wir tun es nicht, sondern wir geben das Geld sozusagen dem Ausland und das Ausland kauft dann deutsche Güter. Und diese Forderungsposition, die jedes Jahr wächst, die jedes Jahr, sind 250 Milliarden sind nicht einmal, sondern sind jedes Jahr neue da, erkläre ich gleich nochmal im Detail. Die ist über 6% des Bruttoinlandsprodukts. 250 Milliarden ist eben mehr als 6%. Des Bruttoinlandsprodukts. 250 Milliarden sind zwischen 8%, 8,5% des Bruttoinlandsprodukts. Da liegt Deutschlands Position in diesem Jahr. 2014, 2015 sind wir hier, 2016 sind wir hier. Also Deutschland gegen die wichtigste Regel, die wir in Brüssel da festgelegt haben, verstößt Deutschland massiv. Aber es müssen sich ja alle an die Regeln halten. Auch vor allem die anderen müssen sich an die Regeln halten. Und sehen Sie, warum es eine große Krise in Europa gibt. Ne? Ich lebe in Frankreich seit 15 Jahren. Ich kann Ihnen sagen, es gibt eine unglaublich große Krise in Deutschland, in Europa. Wer Plastic Economics gelesen hat, hat in den letzten Tagen einen Bericht eines Menschen, der großenteils in Italien lebt, gelesen, über die politischen Verhältnisse in Italien. Ich habe das selbst auch vor einiger Zeit in Italien erlebt. Es gibt eine unglaublich große Krise in Europa, weil immer mehr Leute begreifen, dass es so nicht geht. Und in diesen Ländern, gerade Italien und Frankreich, begreifen immer mehr Menschen, dass es in Deutschland so nicht geht. Und das ist unheimlich bedenklich. Darüber sollten wir jeden Tag von morgens bis abends nachdenken. Trotz Flüchtlingskrise und was weiß man nicht noch. Darüber sollten wir jeden Tag nachdenken, weil das ist unglaublich bedrohlich. Wenn ich nämlich in Europa, diesem Europa, das wir uns ja alle wünschen, wenn da der Eindruck entsteht, ein Land sozusagen nutzt die anderen aus oder benutzt die anderen oder ja, missbraucht die anderen sozusagen, dann kann es auf Dauer nicht gut gehen, sondern dann wird das ganz böse enden. Und darüber reden wir, darüber will ich jetzt nicht reden, sondern weil meine Zeit schon davonläuft. Ich will nochmal über diese Forderungspositionen reden. Ich habe jetzt mal hier aufgezeichnet, das ist jetzt Makro, und zwar, das ist makroökonomische Buchhaltung, was ich jetzt mache. Das ist meine Identität, das ist so wirklich wie Buchhaltung. Viele haben ja sicher Buchhaltung mal von Anfang gelernt. Das hier ist makroökonomische Buchhaltung, da stehen nur Dinge, die absolut wahr sind, die man nicht bestreiten kann. Das ist Statistik sozusagen. Logische Zusammenhänge, wie meine Logik, ohne jede Theorie und alles. Und da habe ich aufgezeichnet die Finanzierungssalden der verschiedenen Sektoren in Deutschland. Also ein Sektor der privaten Haushalte zum Beispiel, das sieht man hier in der blauen Linie.
Das sind Sparer, ne? Die sparen das halt. Die haben ein bestimmtes Einkommen, in Deutschland kann man das ziemlich gut beziffern. Das Masseneinkommen heißt wirklich so Masseneinkommen. In Deutschland beträgt etwa 1200 Milliarden pro Jahr. Und davon sparen deutsche Haushalte etwa 10%. Diese Zahl hier stimmt nicht genau, weil ich ein bisschen anders abgegrenzt habe, aber ungefähr 10%. Sagen wir also 120 Milliarden sparen die deutschen Haushalte. Das sind Netto-Sparer. Die tragen das Geld zur Bank und warten darauf, dass irgendwie dieses Geld ja, Kinder kriegt. Warum es Kinder kriegen soll, weiß man nicht so genau. Weil es ja noch keine Leistung ist, zur Bank zu tragen. Ne? Im Moment kriegt das Geld auch keine Kinder, die Zinsen sind null. Ne? Und da ganz viele Leute sind ganz furchtbar enttäuscht und sagen, ach Gott, wie kann ich? Ich wollte doch Geld für mein Geld haben. Aber wo soll das Geld denn herkommen, und das Geld? Das ist ja die Frage. Macht das die Bank oder wie? Woher kommen die Zinsen für das Geld, das die Sparer auf die Bank tragen? Eine wichtige Frage. Ne? Die wollen wir noch versuchen, kurz zu klären. Und dann gibt es andere Sektoren, die sind Schuldner, die liegen da unter der Null. Ne? Und die liegen unter der Null, alles was über der Null ist, ist Sparer, alles was unter der Null ist, ist Schuldner. Die schrecklichen Schulden sind verschuldet. Jetzt wissen wir aber von dem, was ich gerade eben gesagt habe, über die internationalen Zusammenhänge, denn die Welt, mit den Schulden der Welt, dass wenn ich diese vier sage, da ist die Welt dabei, nämlich die anderen Länder, alle anderen Länder der Welt sind dabei, die rote Linie. Wenn ich das zusammen addiere, was kommt dann immer raus? Genau null. Wegen dem, was ich vorhin gesagt habe, über die Netto-Schulden der Welt, die immer genau null sind. Deswegen müssen auch diese vier Salben sich immer genau zu null addieren. Und das ist jetzt, wie was ich hier gezeigt habe, ist Deutschland in den 60er Jahren. Die vier Salben, die es gibt, Haushalte, Unternehmen, Staat, und Ausland. Und das sieht man, in den 60er Jahren war noch eine normal funktionierende Marktwirtschaft. Da waren die Hauptschuldner, wer waren die Schuldner? Das waren die Unternehmen. Die deutschen Unternehmen waren die Hauptschuldner, nicht der Staat. Der Staat war ziemlich bei Null. Auch das Ausland war ziemlich bei Null. Also die haben sich nicht verschuldet, sondern die deutschen Unternehmen haben sozusagen so viel investiert, wie es mit Geld der Sparer auf der Bank gesprochen hat. Und dadurch war das mit dem Geld, mit dem Sparen nicht so schwierig. Denn was passiert beim Sparen? Wir müssen noch einen Moment drüber nachdenken. Sparen ist doch gut, oder? Weiß jeder, Sparen ist gut. Ausgeben ist schlecht, Sparen ist gut. Stimmt aber leider nicht ganz. Warum? Was passiert beim Sparen? Jetzt nehmen wir nochmal die 1200 Milliarden Einkommen. Rechnen wir mal auf einen Monat, und das ist leichter, die Zahl leider. 100 Milliarden kriegen jeden Monat die deutschen Haushalte. Am Anfang des Monats, am 1. des Monats, ausbezahlt von den Arbeitgebern, also Staat und Unternehmen. Die kriegen 100 Milliarden, was machen die mit den 100 Milliarden? Die tragen 10% davon, also 10 Milliarden tragen die auf die Bank. Und was passiert mit den restlichen 90 Milliarden? Und dafür kaufen sie Güter und alles Mögliche und zahlen ihre Steuern. Die fließen also wieder zurück an den Staat und die Unternehmen, die 90 Milliarden. Und dann? Der Staat und die Unternehmen haben auch noch genauso viele Ausgaben wie vorher. Wir haben erst Anfang des Monats. Ne? Am 1. des Monats haben wir noch genauso hohe Ausgaben. Wir haben Ende des Monats, aber sie kriegen von den 100 Milliarden, die sie ausgezahlt haben, kriegen sie nur 90 zurück. Also machen wir jetzt noch einen Monat, dann kriegen die nur 81 zurück, weil wieder 10% gespart werden. Und dann? Dann ist die Volkswirtschaft pleite innerhalb von 2-3 Monaten ungefähr. Weil der Staat und Unternehmen unglaubliche Verluste machen und das blöde Geld liegt auf der Bank. Also es darf nicht auf der Bank liegen. Weil das Geld kann schon auf der Bank liegen, das ist jetzt nicht physisch, darf man sich jetzt nicht so physisch vorstellen. Es muss aber wenigstens so viel Geld, wie auf die Bank gelegt wird, muss andererseits wieder ausgegeben werden. So. Nun, wer macht das? Das ist die Frage, die hier gestellt wird mit dieser Grafik. Und da sieht man, in den 60er Jahren haben das die deutschen Unternehmen gemacht. Die deutschen Unternehmen haben sich per Saldo verschuldet, haben sozusagen die Lücke, die die privaten Haushalte gerissen haben, mit ihren blöden Sparen, sag ich mal, haben die wieder gefüllt, sodass die Volkswirtschaft funktionieren konnte. Und irgendwann haben wir uns gedacht, das ist jetzt aber kein so schlaues Modell, jetzt sind wir noch ganz viel klüger als in den 60er Jahren. In den 60er Jahren war die Situation, wo die deutsche Volkswirtschaft noch gut funktioniert hatte, da hatten wir so ungefähr 1% Arbeitslosigkeit oder weniger.
Aber haben wir uns gedacht, wir machen das mal ganz anders, wir machen das mal so. Das ist jetzt die aktuelle Situation, vor allem seit 99, können Sie sich anschauen, hier etwa, hat Deutschland gedacht, nein, wir wollen jetzt alle keine Schuldner mehr sein. Deutsche Unternehmen wollten auch keine Schuldner mehr sein. Deutsche Unternehmen wollten keine Schuldner mehr sein, im privaten Haushalt in Deutschland sind sowieso keine Schuldner. Und der Staat, oh, der will auch kein Schuldner mehr sein. Und da sieht man hier, das ist schon das schwarze Null. Genial. Jetzt sind alle Deutschen keine Schuldner mehr. So toll, oder? Wir wirtschaften jetzt einfach solide. Ja, nun komischerweise brauchen alle diese Sparer, die da über Null liegen, die brauchen einen Schuldner. Und wer ist der Schuldner jetzt? Ja, wir haben es vorhin schon diskutiert, nur noch das Ausland. Ausland ist der einzige Schuldner, der bleibt. Es gibt aber logischerweise nichts anderes. Und deswegen müssen alle Deutschen Ersparnisse sozusagen ins Ausland transferiert werden, damit überhaupt die Volkswirtschaft funktionieren kann. Aber Schulden sind ja schlecht, oder? Schulden sind ganz schlecht. Aber es gibt kein Sparen ohne Schulden. Sparen würde man in Deutschland sagen, ist gut, aber Schulden sind schlecht. Aber es gibt kein Sparen ohne Schulden. Das ist schlecht, oder? Oder ist es gut? Weiß man nicht. Man darf jedenfalls nicht über Schulden reden, wenn man nicht über Sparen redet. Wenn jemand sagt, der Staat soll jetzt Überschüsse machen, manche sagen, jetzt der Staat soll mal seine Schulden, der hat ja nur absolute Schulden aus der Vergangenheit, das ist ja eher mit einer laufenden Neuverschuldung sozusagen oder Neuersparnis. Manche sagen, der Staat soll mal seine Schulden da abbauen, dann muss er da hoch, muss er laufen, immer noch mehr sparen, klar. Nur jeder, der so etwas Dummes sagt, der muss auch dazu sagen, der soll da die Schulden machen. Dann muss ja wieder zusätzliche Schulden gemacht werden, dann müssen die Ausländer noch mehr Schulden machen. Aber die Ausländer, das haben wir vorhin gesehen, denen sagen die Deutschen jetzt, sie sollen keine Schulden mehr machen. Dann? Wer macht dann die Schulden? Da sieht man eine ganz einfache Geschichte, ne? Die ist besonders kompliziert, oder? Kann man nachvollziehen. Aber diese Geschichte wird nie erzählt. Die darf man in Deutschland nicht erzählen, oder? Verboten. Warum erzählt niemand diese Geschichte? Frau Merkel müsste die jeden zweiten Tag erzählen, Herr Schäuble müsste jede Stunde erzählen. Erzählt sie nie. Er sagt nie, dass da etwas anderes gibt, dass etwas immer dagegen stehen muss. Wenn ich, alle sind unheimlich glücklich über die schwarze Null in Deutschland, der Staat ist die schwarze Null des Staates, aber es sagt niemand, ja, was steht denn dagegen? Wenn ich aber nicht sage, was dagegen steht, brauche ich nicht über die schwarze Null reden, das ist Blödsinn. Da sieht man, wie die Menschen manchmal aufhören zu denken. Wenn es gerade so schön ist, wenn man sich so wohl fühlt mit seiner schwarzen Null, dann stellt man ganz schnell das Denken ein. Und sagt, oh, da weiß ich, das interessiert mich jetzt nicht mehr. Und die anderen machen, was sie wollen. Aber die anderen können ja gar nicht machen, was sie wollen. Denn wenn wir denen jetzt sagen wir den Ausländern aber noch, wir sagen ihnen, guck mal, ihr müsst da hoch, ihr müsst auch Sparer werden. Ja, logisch. Die Ausländer müssen auch über Null. Und dann? Das ist eine wichtige Frage. Eine zentralste Frage überhaupt. Was passiert dann? Deutschland sagt, den Ausländern müsst ihr werden wie wir. Am Anfang schon diskutiert. Also müsst ihr auch sparen. Wenn ihr mit den Ausländern auch sparen werdet, es geht nicht. Ne? Dann müsste irgendjemand in Deutschland muss dann Schuldner werden. Das sagt aber niemand. Dann müsste eine der deutschen Kurven, mindestens eine der deutschen Kurven, muss dann massiv runter. Muss entweder der Staat sich wieder verschulden, oder müssen sich die Unternehmen verschulden und die privaten Haushalte müssen sich verschulden und sogar aufhören mit den Kürzen sparen. Das ist die einfache Konsequenz dieser makroökonomischen Buchhaltung. Warum redet darüber niemand? Das ist doch komisch, oder? Ja, es ist so schrecklich. Wir müssen alle unsere dummen Vorurteile aufgeben, wenn wir so ein bisschen über die Gesamtwirtschaft nachdenken. Das sieht man daran sehr schön. Jetzt sagen die Leute, aber in Deutschland hat ja die Verfassung geschrieben, dass der Staat keine Schulden machen darf. Steht doch in der Verfassung, also darf keine Schulden machen, klar. Aber wenn die Ausländer jetzt auch keine Schulden mehr machen, was dann? Dann gibt es Rezessionen in Deutschland, gibt es mehr Arbeitslosigkeit, gibt es einen Zusammenbruch der Wirtschaft und dann? Ja, dann darf der Staat wieder Schulden machen, oder? Ja, dann muss immer noch einer Schulden machen. Man kann die Verfassung schreiben, was man will, aber man kann nichts gegen die Logik in der Verfassung machen. Man kann nicht die Verfassung schreiben gegen die Logik.
Man muss sich dann nur nicht wundern, wenn die Verfassung dauernd gebrochen wird und wenn die Verfassung nicht zu halten ist, weil sie einfach Unsinn drinsteht. Es steht Unsinn in der Verfassung. Wenn nicht in der Verfassung drinsteht, wer sie verschulden soll, wenn der Staat sich nicht verschulden soll. Steht aber nicht da. Und dann haben wir in Europa noch gesagt, die sollen sich alle nicht mehr verschulden. Das ist diese Macroeconomic Balance Procedure, die eigentlich über der deutschen Verfassung steht. Und hält sich Deutschland daran? Nein, überhaupt nicht. Ich will nochmal einen absoluten Zahlen sagen, weil manche Leute, man versteht immer noch nicht die Dimension des Ganzen. Ne? Das ist jetzt immer das, was jedes Jahr neu passiert ist, die neue Verschuldung und die Neuerspartes. Ne? Ich rede nicht über die Schulden, die schon gibt. Ich sage, manche Leute sagen, der Staat hat doch 2,5 Billionen Schulden. Stimmt. 2.500 Milliarden Schulden hat der deutsche Staat schon. Ja, aber das kann man so sagen, aber man muss auch dazu sagen, irgendjemand hat auch 2,5 Billionen Ersparnisse. Und derjenige, der 2,5 Billionen Ersparnisse hält, der erwartet, dass Zinsen darauf bezahlt werden. Wer soll die denn zahlen, wenn der Staat nicht zahlt? Nur die Unternehmen. Oh. Geht wieder nicht, ne? Und deswegen ist es völlig egal, wie viele alte Ersparnisse es gibt und wie viele alte Schulden gibt. Was die Deutschen versuchen jetzt in diesem Jahr auch wieder, laut offiziellen Bericht der Bundesregierung, Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung, versuchen die Deutschen in diesem Jahr wieder 250 Milliarden zusätzlich zu sparen zu all den Ersparnissen, die es schon gibt. 250 Milliarden. Und dafür brauchen sie natürlich 250 Milliarden Schulden. Im Ausland. Aber im Ausland sagen wir, wir sollen keine Schulden mehr machen. Und das ist eines der schlimmsten Dinge, die passieren kann auf dieser Welt. Es sind schlimme Dinge in dieser Richtung schon passiert. Ich erzähle gleich ein Beispiel. Dass mächtige Staaten, der mächtige Staat Deutschland, fordert die ohnmächtigen Staaten, die Schuldnerstaaten auf, etwas zu tun, was unmöglich ist. Ist doch toll. Der mächtige Staat, der selbst Gläubiger ist, will aber Gläubiger bleiben, will auf niemals Schuldner werden, fordert die Schuldner auf, auch Gläubiger zu werden. Das ist unmöglich, wenn er nicht selbst Schuldner werden will. Und so eine Situation gab es schon mal in dieser Welt, nicht so sehr lange her, 100 Jahre her. Nach 100 Jahren, da hatte Deutschland einen Weltkrieg verloren, den Ersten Weltkrieg nämlich. Deutschland hat den Ersten Weltkrieg verloren und die Mächtigen waren natürlich die Sieger. Was haben die Sieger den Besiegten gesagt? Deutschland gesagt, im berühmten Vertrag von Versailles. Nun, sie haben den Besiegten gesagt, du Deutschland, du hast den Krieg angefangen, du bist schuld, du bist der Böse. Du musst jetzt Reparationen bezahlen für die nächsten 100 Jahre, damit wir entschädigt werden für den Verlust des Krieges. Aber haben sie gleichzeitig gesagt, du sollst natürlich einem primitiven Stand in der Volkswirtschaft bleiben. Wir wollen nicht, dass du dich besonders toll entwickelst, das wollen wir auch nicht. Du sollst am besten ein landwirtschaftlicher Bauernland bleiben. Aber du sollst Milliarden zurückzahlen an uns Sieger. Tja, auch das war unmöglich. Die Sieger fordern von Deutschland etwas vollkommen Unmögliches. Genau wie wir jetzt, wie Deutschland jetzt etwas Unmögliches von den Schuldnern fordert, haben die Sieger damals von Deutschland etwas Unmögliches gefordert. Und wie ist es geendet? Jeder weiß, wie es geendet ist. Es ist schlimm geendet. Es ist ganz schlimm geendet. Weil Deutschland etwas Unmögliches tun sollte, hat es dann auch eine unmögliche politische Konstellation hinterhergegeben, wo die Leute, die gesagt, die dann an die Macht gekommen sind, 1933 gesagt haben, niemals zahlen wir Reparationen an die Sieger, wir machen lieber einen neuen Krieg, um zu sehen, wer der Stärkere ist. Und sehen Sie, deswegen darf so etwas nicht passieren, deswegen ist es unglaublich gefährlich. Oder die Entwicklungsländer. Ne? Man sagt den Entwicklungsländern immer, man sagt den Entwicklungsländern immer, ihr müsst Kapital hineinlassen in euer Land, ihr müsst Kapital haben aus dem Norden und dem Westen. Weil ihr nur mit solchem Kapital aus dem Norden und dem Westen könnt ihr prosperieren, könnt ihr erfolgreich sein. Wenn die Entwicklungsländer dann überschuldet sind, dann müssen sie ja Schulden machen. Wenn die Kapitale reinlassen, müssen sie Schulden machen. Wenn sie dann überschuldet sind, was sagen wir dann? Dann sagen wir, oh, ihr wart die Bösen, ihr seid, habt ihr Schulden gemacht. Der Schuldner ist ja immer schuld. Und dann müsst ihr zurückbezahlen.
Aber wir lassen euch natürlich nicht auf unsere Märkte, wir lassen nicht zu, dass ihr zurückbezahlen könnt. Denn wer zurückbezahlen muss, der muss dann wirklich, der muss Überschüsse haben. Dann wir zurückzahlen, für die heißt auch, die Schulden zurückzahlen, heißt, dass sie da oben hinwandern müssen. Sie müssen per Saldo Gläubiger werden. Nur dann kann man Schulden zurückzahlen. Und wenn jemand von euch Schulden bei seinem Vater oder Mutter hat, wie zahlt man die zurück? Nur man muss von seinem Taschengeld weniger ausgeben, als man vorher ausgegeben hat, also sparen. Und dann kann man einen Teil zurückzahlen. Anders geht es nicht. Und das ist für Länder ganz genauso. Man kann seine Schulden nur zurückzahlen, wenn man Gläubiger wird. Aber wenn der Gläubiger verhindert, dass man Gläubiger wird, dann kann man seine Schulden nicht zurückzahlen. Das ist absolut unmöglich. Nun, wer hat das damals gewusst? Wer hat das gesehen? Hat es niemand gesehen, könnte man fragen. Doch, ein einziger Mensch hat es gesehen. Danach haben es noch ein paar andere gesehen. Und zunächst einer hat es ganz alleine gesehen. Wie hieß der Mensch? Weiß das jemand? Naja. Das ist ein ganz schlimmer Mann gewesen. Er hieß John Maynard Keynes. Das war der mit den Schulden, ne? Ja, der hat das verstanden. Heute sagt man ja, das sind der Keynesianer, das sind die schrecklichen Schuldenmacher. Nein, der hat das verstanden. Der hat diesen Zusammenhang verstanden. Diesen makroökonomischen Zusammenhang hat er verstanden. Und er hat gesagt, das ist idiotisch, von einem Land etwas zu fordern, was unmöglich ist, was objektiv unmöglich ist. Das hat er schon 1980 getan, 1919, im unmittelbaren Land im Friedensvertrag, wo er dabei gesessen hat in der Zeit. The Economic Consequences of the Peace, heißt das Buch, wenn man es mal nachlesen will. So. Aber das ist eine ganz wichtige Botschaft. Nun, was tun wir jetzt? Was tut jetzt Deutschland? Und das ist furchtbar einfach. Was passiert jetzt in Europa? Nun, Deutschland fordert weiter etwas Unmögliches, aber das Unmögliche kann nicht geliefert werden, also was passiert? Ja, es passiert wieder etwas ganz Schreckliches, Unmögliches sozusagen. Nämlich die anderen Länder, wenn sie das nicht tun wollen, was Deutschland von ihnen verlangt, weil es ja auch unmöglich ist, in Deutschland sagt, ihr müsst alle so werden wie wir, wir haben das hier in der Grafik gesehen, es können ja nicht alle die Löhne senken im Verhältnis zu sich selbst sozusagen. Deutschland hat die Löhne gesenkt im Verhältnis zu den anderen Ländern, aber wenn jetzt alles so werden wie Deutschland, dann geht es auch wieder nicht. Ne? Auch da ist es unmöglich. Die kriegen ja keinen Abstand zu Deutschland, es sei denn, die müssen da ganz runter, die müssen da unten hin. Dann hätten wir noch viel mehr Deflation, als wir ohnehin schon haben. Und dann müssten Frankreich und Italien, die hier noch liegen, die noch gar nicht sich nach unten angepasst haben, die müssten auch da runter, das heißt, wir würden noch mehr Deflation kriegen. Es würde gar nichts nutzen, wenn wir das versuchen würden. Und es ist sogar noch viel schlimmer, das will ich aber jetzt nur andeuten. Dafür hatte ich eigentlich diese Kurve hier vorgesehen. Wenn sie die Löhne senken würden, wie das Griechenland getan hat, wir haben gerade gesehen, Griechenland hat die Löhne dramatisch gesenkt. Was würde denn dann passieren, wenn sie die Löhne senken würden? Weiß auch jeder gut genommen, oder? Was passiert, wenn man die Löhne senkt? Doch gut, oder? Was passiert dann? Markt, Angebot und Nachfrage, der Preis fällt und? Wenn der Preis von uns fällt, was dann? Wird mehr davon nachgefragt, ne? Prinzip Kartoffelmarkt, habe ich gemacht. Ja, wenn die Kartoffeln billiger werden, wird mehr Kartoffeln gegessen, oder? Wenn die Arbeitskräfte billiger werden, wird mehr Arbeitskräfte nachgefragt. War doch in Griechenland so. Die haben die Löhne um 30% gesenkt und was passiert? Arbeitslosigkeit war weg, oder? Ja, eben nicht. Eben nicht, die Arbeitslosigkeit war nicht weg, die haben die Löhne zwar gesenkt, das ist die Lohnsenkung Griechenland seit 2009, das ist in absoluten Zahlen gemessen, das ist Euro pro Stunde, haben sie die Löhne um 30% gesenkt, aber was mit der Arbeitslosigkeit passiert, die Arbeitslosigkeit ist leider nicht nach oben geschossen, die Arbeitslosigkeit ist gestiegen und nicht gefallen. Das heißt, die anderen Länder, Frankreich und Italien, stehen jetzt vor der wunderbaren Wahl, sie können das tun, was Deutschland von ihnen verlangt, nämlich auch die Löhne senken. Dann werden sie aber auch 25% Arbeitslosigkeit haben und man kann sich überlegen, was dann dort mit der Regierung los ist und was passiert, was politisch sonst noch passiert. Oder sie können sie verweigern, das zu tun. Wenn sie aber verweigern, das zu tun, gibt es keine Lösung für die Europäische Währungsunion. Dann bleibt es immer so, wie es jetzt ist. Die, die,
Kurven sozusagen bewegen sich ins Unendliche parallel und das funktioniert auch nicht, weil Frankreich und Italien dauernd zu teuer sind im Vergleich zu Deutschland. Aus einer unmöglichen Konstellation muss etwas Mögliches werden. Und wie wird daraus etwas Mögliches? Ne? Das ist die einfache Frage, die man zu beantworten hat, wenn man über die Zukunft Europas nachdenkt. Nun, es gibt einen Kollaps, ne? Es gibt einen, wenn etwas nicht mehr funktionieren kann, weil es unmöglich ist, dass es funktioniert, wenn ich einen Druck in einen Kessel pumpe, immer mehr Druck, wird auch irgendwann der stärkste Kessel platzen, weil es einfach keine andere Lösung gibt. Und so wird auch in Europa etwas platzen. Was wird nämlich platzen? Nun, die Europäische Währungsunion, keine Frage. Die Europäische Währungsunion wird platzen, weil wir diese Zusammenhänge hier nicht verstanden haben, weil wir die anderen Länder dazu zwingen, sozusagen auszusteigen, und werden sie aussteigen aus der Europäischen Währungsunion. Was werden sie dann tun? Was werden sie Italien und Frankreich tun? Und es wird in Italien und Frankreich sehr ernsthaft diskutiert, dieser Ausstieg. Was werden sie dann tun? Nun, sie werden eigene Währungen einführen. Und was machen sie mit den eigenen Währungen? Nun, die werden sie abwerten gegenüber dem Euro. Was heißt das, wenn ich meine Währung abwerte? Plötzlich ist meine Währung weniger wert im Vergleich zum Euro. Aber welche Konsequenz hat das? Jetzt die Menschen, die nach dem Euro dann haben, nach dem Ausstieg von Italien und Frankreich, die können dann französische und italienische Güter in großen Mengen kaufen, weil die sehr billig geworden sind. Ne? Aber die deutschen Güter sind unheimlich teuer geworden. Das ist der Effekt einer Abwertung und einer Aufwertung. Und was passiert dann, wenn die deutschen Güter plötzlich 50% teurer sind und die italienischen und französischen 50% billiger? Nun, dann drehen sich diese Verhältnisse um. Dann passiert genau das, was passieren müsste. Nämlich Deutschland wandert nach oben hin und die Franzosen und Italiener wandern hier unten hin. Und Deutschland verliert all die Marktanteile und die wunderbaren Automobilmärkte, die es in den letzten 15 Jahren gewonnen hat. Dann kommt die Geschichte sozusagen wieder ins Lot, wirtschaftlich ins Lot. Aber politisch ist dann schon eine Katastrophe passiert. Und ich kann euch nur wünschen, dass diese Katastrophe nicht passiert, weil ob das dann wirklich mit friedlichen Mitteln, mit vernünftigen politischen Mitteln noch zu bewältigen ist. Das weiß niemand. Das kann heute niemand vorhersagen. Und das kann auch in scharfen Konflikten, im Kalten Krieg oder auch im Heißen Krieg oder woran worin enden. Also niemand kann sich das wünschen. Aber man sieht an dem, was Sie gesagt haben, man muss sich selbst ein bisschen zurücknehmen. Man muss sich gerade in solchen Fragen immer selbst ein bisschen zurücknehmen. Man darf sich nicht auf seine nationalen Position ausruhen und sagen, uns geht es ja gut. Ja, worum geht es uns gut? Und Deutschland geht es deswegen gut, um das noch ganz klar und brutal zu sagen, weil Deutschland seine Arbeitslosigkeit zu Beginn der Währungsunion, von Beginn der Währungsunion an sozusagen exportiert hat. Deutschland hat seine Arbeitslosigkeit exportiert nach Frankreich, Italien und die anderen Länder. Und deswegen geht es uns relativ gut. Nur der Export von Arbeitslosigkeit ist keine Lösung für die Arbeitslosigkeit. Und was ist die einzige Lösung für die Arbeitslosigkeit? Und damit komme ich wieder ganz zurück auf das, was ich ganz zu Anfang gesagt habe. Was ist die Lösung für die Arbeitslosigkeit? Nur die Lösung für die Arbeitslosigkeit ist, dass alle Menschen in Deutschland so viel Geld bekommen, dass sie alle Güter, die wir selbst produzieren, auch selbst brauchen. Und genau das hat Deutschland nicht mehr getan. Deutschland hat unter seinen Verhältnissen gelebt. Es hat weniger gekauft, als es eigentlich hätte kaufen können, von seiner Produktionsmöglichkeit her. Und wir müssen begreifen, dass es nicht so geht. Das geht nicht. Jeder muss sich an seine Verhältnisse anpassen. Man darf nicht über seine Verhältnisse leben, man darf auch nicht unter seinen Verhältnissen leben, wenn man vernünftige Verhältnisse insgesamt haben will. Und deswegen passiert in Deutschland etwas ganz Schreckliches, oder? Wenn wir das jetzt lösen würden, wenn wir das begreifen würden, wenn wir sagen würden, unsere Politiker sagen würden, wir wollen dieses Chaos in Europa nicht, wir wollen nicht, dass die Europäische Währungsunion auseinanderbricht, würde etwas ganz Schreckliches passieren für Deutschland, oder? Was würde passieren? Die Löhne müssen steigen. Oh, ganz schön. Oder? Ganz gefährlich. Ja, wenn ich das in Deutschland sage, die Löhne müssen steigen in Deutschland. Jetzt für 10 Jahre müssen die Löhne sehr viel stärker steigen als früher. Freut euch doch. Ja, komisch, keiner freut sich. So wenn wir das von Gewerkschaften sagen, die freuen sich nicht. Und sagen, oh Gott, die Löhne müssen steigen. Ganz schrecklich. Ja, ist komisch, ne? Warum freuen wir uns nicht? Die wirtschaftliche Notwendigkeit ist, dass in Deutschland Löhne steigen von nun an. Viel stärker, für 10 Jahre. Also sagen, wir müssen jetzt über unsere Verhältnisse. Ah nein, das ist ganz schrecklich. Der schlimmste Satz, den man sagen kann,
Der schlimmste Satz, den man sagen kann, obwohl er vollkommen logisch ist, Deutschland hat unter seinen Verhältnissen gelebt, die anderen haben über ihren Verhältnissen gelebt. Was müssen wir jetzt tun, um die Verhältnisse zu normalisieren? Jetzt kommt der schlimmste Satz, Deutschland muss über seine Verhältnisse leben. Oh, das ist ganz gut. Ja, die Logik sagt uns, Deutschland muss jetzt hier über seinen Verhältnissen leben, die anderen müssen etwas unter ihren Verhältnissen leben, Deutschland muss aber über seinen Verhältnissen leben, damit die Dinge sich normalisieren können. Unschrecklich, oder? Über die Verhältnisse leben ist das Schlimmste. Tja, aber es ist notwendig. Und wir müssen begreifen, dass die Logik immer das Richtige ist. Man kann über alles reden, man darf nur nicht unlogisch reden. Man muss sich der Konsequenz stellen, auch wenn es bitter ist. Aber wenn man sozusagen gegen die eigenen Gefühle gehen könnte und sagt, oh Gott, ich als Deutscher muss hier so schrecklich gedacht und habe so schrecklich gedacht gemacht. Man muss es trotzdem tun, weil anders gibt es keine Lösung dafür. Irgendeine Lösung gibt es immer, aber es gibt manchmal schreckliche Lösungen. Deswegen muss man vorher ernsthaft darüber nachdenken und sagen, was sind vernünftige Lösungen? Gibt es noch vernünftige Lösungen? Noch gibt es vernünftige Lösungen, aber es gibt nicht mehr sehr lange vernünftige Lösungen. Irgendwann werden nämlich die politischen Verhältnisse sich in Frankreich und Italien so ändern, dass es keine Vernunft mehr gibt. Wenn es dort keine Vernunft mehr gibt, weil sie so aufgeregt sind, weil sie so emotional sind gegenüber Deutschland, ja, dann kann man, warum dann kann ich mehr mit ihnen reden? Dann gibt es nur noch den großen Crash. Clash. Also denken ist das Wichtigste. Ich würde vor allem, unsere Politiker auffordern, das zu tun, immer mal wieder. Sich nicht nur vor Mikrofone stellen und irgendeinen Blödsinn erzählen, sondern vor Mikrofone stellen und versuchen, die Welt zu erklären, logisch zu sein. Vielen Dank.